diese Landschaft toll. Und die Kühe so stark. Was ist denn jetzt? Achtung, Störfall. Leck in Reaktor 1. Es tritt Kühlwasser im radioaktiven Bereich aus. Na, in welchem Atomkraftwerk ist das wieder? Na klar, in Belgien, im Pannen-AKW in Doel. Ach Quatsch, Pannen-AKW. Gut, ist ein bisschen Schrott, aber ja nicht so schlimm, sagt auch die Sprecherin des Energiekonzerns. Some people might. Manche Leute glauben, dass das Wasser, was da austritt, hochradioaktiv sei. Das ist es aber nicht. Es ist bloß Wasser, das mit ein paar Chemikalien versehen ist. Na bitte, bloß ein paar Chemikalien. Okay, gut, die Notfallteams müssen nach einer Stunde wieder weg vom Leck. Denn dann hätten sie ihre jährliche Strahlendosis bereits erreicht und müssten ausgetauscht werden. Aber ja, nicht schlimm, dieses austretende Wasser. Ist es denn radioaktiv belastet? Alles ist radioaktiv. Ihr Körper, die ganze Welt. Vom wissenschaftlichen Standpunkt aus gesehen ist das eine unsinnige Frage. Tut mir leid. I'm sorry. Und wie schön sie dabei strahlt. Und noch eine brandheiße Atommeldung. Der israelische Premierminister Netanyahu hat Unterlagen präsentiert, die belegen sollen, dass der Iran weiter nach Atomwaffen strebt. Jawohl, fetzige PowerPoint-Präsi in Israel und lauter spannende Enthüllungen. Damit hat Netanyahu heute eigentlich nichts Neues gesagt. Alle seine Beweise betreffen eine Zeit um 2003. Egal, ging doch auch bloß darum, ihm hier Argumente zu liefern, um aus dem Atomabkommen mit Iran auszusteigen. Der US-Präsident hat auch prompt reagiert und Netanyahu für seine Rede heute gelobt. Na klar, Netanyahu belegte all seine Vorwürfe ja auch mit 100 Ordnern voller Stormy Daniels-Fotos und einer privaten Sammlung hübsch gerahmter Take-That-CDs. Das hat Trump überzeugt. War sonst noch was? Ach ja, Arnhem gegen Enschede in der ersten niederländischen Liga. Aber was macht der Schiri da? Steht rum und wie er sich fallen lässt, der Schauspieler. Das muss geahndet werden. Und zwar so. So, da hast du es zurück, das Ding.